So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Dominik dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Rak Delva gegen RW Initiative, also Boros Initiative. Rak Delva hier mit einer starken Adventure-Liste tatsächlich. Mit dem, wie heißt er? Questing Druid und der Viper tatsächlich. Mhm. Ja, der Druid eskaliert ja aktuell ein bisschen im Preis. Oh, ja. Das ist wirklich sick. Da ist ein Chalice? Nee. Petal auf jeden Fall. Petal, ja. Ist auf jeden Fall ein schneller Start. Ja, ist auf jeden Fall was mit Power dahinter. Auf der anderen Seite ist da halt ein kleiner, feiner. Das ist der. Dass der Stand nicht schon Länder reinkommt, genau. Spannend. Ja, Rak Delva aktuell schwer auf dem Vormarsch. Ja. Oder Vorkaller tatsächlich auch, wo dann die Delva schon gecuttet sind gegen Baumaster. Ja, also Delva lässt Delva mal wieder. Ja. Delva ist immer die schlechteste Karte im Delva. Ja, es ist genauso wie die Leute immer schreien, dass er gebannt werden soll. Ja. Also Initiative. Oh, weiß ich gar nicht. Das ist eigentlich ein sehr stabiles Deck. Ich habe es ja in Köln bei der Experion gespielt, habe da einen 3-2, weil das Deck mich halt zweimal im Stich gelassen hat. Einmal gegen Delva, gegen Rhinos. Und das Deck hat eigentlich ein sehr gutes Delva-Matchup. Es hat auch ein sehr gutes Rhino-Matchup. Es hat generell ein sehr gutes Matchup aktuell in sehr, sehr vielen Meten. Das Problem ist, dass das Deck nicht stabil ist. Man sieht es ja auch hier, man macht in der ersten Runde was und in der zweiten Runde fängt man an zu strugglen und weiß gar nicht, was man nicht casten kann. Ja, viel Mana dann auf der Hand, aber nichts zum Casten. Ne? Yes. Das ist halt so, da ist das, glaube ich, ein bisschen anders aufgestellt als Prison. Ja. Weil Prison halt auch, Monorail Prison ist halt auch einfacher bestellt. Es wird wesentlich einfacher mit Mana und so weiter. Ja, und du hast andere Hate Pieces, du hast mehr Hate Pieces. Hier ist es so, deine Trinisphäre ist praktisch der Arkon, der mit Weiß rumläuft. Ja, stimmt. Du hast keinen Blood Moon drin, du hast maximal die Chalice noch dabei. Alles nicht so easy tatsächlich. Ja, also das schönste Hate-Piece, was du hast gegen Delva, ist quasi die Chalice. So, und dann bei Rak Delva, ja, okay, du hast den neuen Tarmogolf, der vorher auch noch Karten zieht. Oh, vor Ringers. Die Frage, ob man hier um Days rumspielt. Das ist krass. Die Karte in dem Deck kann richtig eklig werden. Ja. Das stimmt. Auf der anderen Seite ist jetzt halt die Frage. Sogar Trigger vergessen von Days. Ein paar Minuten später. Der Trigger von Days? Ja. Hörm Voss. Trigger. Okay. Bleibt oben. Spannend. Ja, die Frage ist jetzt. Was macht man? Weil das Vor-Ergo-Gas ist halt die Frage. Wasteland. Bietet für einen. Oh, hier geht's richtig an die Arbeit. Das sieht jetzt schon richtig. Das ist Delva macht Delva-Dinge, ne? Ja. Mana Denial, Counter und hat eine Thread, die irgendwas tut. Bob Ross-Länder. Guten Bob Ross. Schöne Dinger. Fetch ist mittlerweile der dritte Kartentyp im Friedhof. Ja. Boah. Ja, da ist jetzt die Frage, da kommt jetzt vielleicht der komische Druid-Spell? Ja. Yes. Seek the Beast heißt der Spell. Da hat man erstmal einen Trigger und überlegt, ob man seinen Friedhof legt. Das ist halt so eine krasse Kombo, ne? Ja, das ist drei ist generell Karten. Einfach, ja, das ist einfach generell gut. Da geht das Days weg. Ja, klar, komm weg. Dann die beiden Karten. Da hat man auch Lightning Bolt. Lightning Bolt und Force. Beat für einen. Ist Chain Lightning überhaupt drin in dem Deck? Nee, ich glaube nicht. Man kann hier nur bis zum nächsten Endstep spielen. Deswegen war hier das ein absolutes Missplay, dass man das nicht im Gegnerzug gemacht hat. Stimmt, das ist ein Instant, ne? Ja. Oh, das macht so dumm, ja. Dann hätte man noch Vorsorge bereit gehabt, für was auch mal da jetzt kommt. Fable. Ja. Okay, Fable ist handelbar. Ja, aber man hätte jetzt das Vorsorge einfach gehabt. Man hätte einfach das Vorsorge gehabt, man hätte dann Bolt auf den Loot spielen können. Es wäre einfach alles so viel besser gewesen, wie das, was jetzt gerade passiert ist. Mhm. Also es war einfach ein absoluter Fail-Missplay. Aber es ist auch, glaube ich, das erste Match an dem Tag und das erste Mal, dass ich den Druiden überhaupt gespielt habe. Ja, der Druid, der ist dumm. Ja. Wie der teilweise eskaliert, ist der Wahnsinn. Ja. So, dann kriegst du jetzt... Der sagt halt, irgendein Spell, der nicht grün ist. Ja.
Der sagt nicht Non-Creature oder Creature-Spell. Irgendeine Hauptsache ist nicht grün. Und eine Farbe hat. Also Artefakt und Farblos zählt tatsächlich nicht. Artefakt und Farblos zählt nicht. Ja, okay, in dem Deck sind das nur die Bubbles. Genau, Bubbles. Beziehungsweise halt im Sideboard Nilrods und so ein Kram halt. Ja, ja, aber krasses Vieh. Ja, absolut krasses Vieh. Vor allem noch mit dem Draw. Vor allem, wenn man Gegner dazu spielt, man darf die Karten auch playen. Das heißt, man kann auch vor so viel mit einer Handkarte pitchen und so Kram. Das ist schon dumm. Okay, da ist gut. Kommt der Angriff. Das heißt, der kriegt einen Treasure. Hm. Hat noch kein Land gelegt auf Ruggs Seite, ne? Boros. Boros Seite, genau. Man hat auch hier gleich mit dem City halt auch was Gutes. Und nächste Runde Flip auch der Kiki-Jiki. Also am Anfang sah es ein bisschen sehr stark aus, was Delva da gemacht hat. Das Problem, was Delva jetzt einfach hat, ist, Delva kommt nicht hinterher, irgendwas zu tun, weil es irgendwie den die Creature nicht flippt. Das heißt, die macht wenig Damage. Mhm. Und man kommt irgendwie auch nicht richtig ran. Okay, für 5 Mana. Und Solitude. Auf den hätte ich... Okay. Den Druid genommen, ich tatsächlich. Auch. Der wird mit der Zeit größer. Ja. Jetzt zum Beispiel. Da ist ein Bolt. Da ist ein Bolt. Trigger. Trigger. Ja, Brainstorm weg. Spielt man Brainstorm. Trigger. Brainstorm weg. Ja. Da ist ein Force of Will, das ist auch Müll. Das kommt ganz nach unten. Was war da jetzt gezogen worden? Brainstorm. Trigger. Und jetzt haut der halt schon für 5. Da ist die Creature, die meine Friede pflegt. Das war das Wichtige, deswegen hat man das so gemacht. Und dann Beat für 5. 7, 8. 7. Wenn die Creature jetzt im Friedhof ist? Ja, 8. Deswegen, jetzt ist halt der Punkt, wo Delva den Table flippt. Ja, aber das ist halt, der Druid ist halt gerade jetzt in einer Runde von 2-2 auf 5-5 hoch. Ja. Und das, weil man halt Ressourcen verblasen hat, die man sonst hätte auch langsam im Grindgame einfach hochspielen können. Ja. Und das ist halt einfach stark. Das ist krass. Ja, okay, du musst den Adventure Dude spielen. Ja. Du willst es aber eigentlich nicht. Krasse Initiative-Karte. Wo sind die her? Tatsächlich aus dem Bundle. Aus dem Baldur's Gate Dungeons and Dragons Bundle. Also Commander Legends. Da gab es Oversized. Ja, das ist vielleicht der Grund, weshalb ich mir 2 Bundles bestellt habe. Und die demnächst hier auf dem Channel öffnen werde. Nice. Aber dafür gibt es keine Hüllen, das ist sad. Doch, von Ultra Pro. Ach, die gab es auch für die Oversized Commander. Genau das. Und die sind dieselbe Größe wie die Oversized Commander. Das heißt, man kann die ausleben. Das wird großartig. Oh Gott. Genau. Dann, Entap, Draw. Jetzt die große Preisfrage. Also wenn hier auch enttappt wird, ist er halt auch für den Delver-Spieler, aber. Also guck dir an, was da liegt, was da kommt. Da ist ein Murky. Ja, stimmt, da ist ja der Berserker, der dann, ja. Dann du hältst in den Druid den Token rein, blockt die 3 frisst du und dann kommt der Berserker rein. Genau, man geht jetzt hier auf jeden Fall runter. Man muss den Druid noch blocken. Ja, du musst den Druid blocken. Damit. Beide? Das verstehe ich nicht. Man hätte ihn mit einem blocken können, man hätte die Initiative verloren. Man geht in seinen Zug, bietet mit. Hat man noch einen auf der Hand, dass man den reinbringt und dann copiert? Das kann natürlich sein. Ja, da ist noch einer. Okay, das bringt aber, macht aber trotzdem keinen Unterschied. Ja doch, es ist weniger Beat da. Ja, jetzt ist weniger Beat da, definitiv. Also das war ein Misplay. Ja. Das war ein Beater, der wird zusammengeschoben. Ja, das war ein Misplay. Gut, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an meine Patrons und YouTube-Member. Das muss ich auch mal erwähnen, ja. Es sind nicht nur Patrons, es sind auch YouTube-Member. Ja, genau. Dank euch kann ich mir ganz, ganz viel aktuell da in der Richtung auch ein bisschen Zeit nehmen, das zu machen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und Sideboarding. Sideboarding ist, glaube ich, bei Delva so ein bisschen Artifact-Hate. Wahrscheinlich. Blauer Blast. Ja, Blue Blast. Und bei dem guten Heavy-Initiative wahrscheinlich Red Blasts, wenn die drin sind. Mhm.
Ansonsten Swords. Nee, Swords und ein Sideboard kommen dann ins Mainboard. Swords und Chalice. Mm. Oh, das war ein ekelhaft langsamer Start. Oh ja, das ist Schockland. Okay. Und Death Shadow Taktik ist auch drin. Ja, nee. Shadow Taktik ist nicht drin, aber man hat einfach nicht genug Tools. Okay, da. Es ist halt wieder so typisch, wenn du gegen sowas wie Initiative oder auch Prison spielst, du brauchst nur ein, zwei Counter ganz am Anfang und dann Da sind noch, glaube ich, zwei von den Dudes auf der Hand. Ja. Instant und Sorcery schon im Friedhof. Hier will man, glaube ich, ein bisschen ham gehen. Dann ist das auch so, das ist Fetchland. Beat für eins. Go. Das ist ein Force of Negation. City ist natürlich dann gut. City ist dann richtig gut. Ja. City und dann... Kann man halt mit einem Floaten nochmal einen Berserker spielen. Oh, nee. Rest in Peace. Natürlich nicht schlecht. Gerade weil die Kleinen jetzt nicht groß werden und die Murkys halt auch nicht so stark da sind. Mhm. Auf der Seite muss ich sagen, ich habe an dem Tag auch nur zwei Murkys gespielt. Weil ich habe zwei Elemental Slicer, ich weiß nicht, wie immer die Dinger heißen, die bouncen und Damage machen und so. Die anderen. Ach, die Snakes. Snake, was auch immer, genau. Ja. Habe ich da halt mit andere gespielt. Adventure-Kreatur. Genau, andere Adventure-Kreatur. Deswegen wollte ich die mal testen, habe dafür einfach zwei Murkys rausgenommen. Scalding Viper oder so? Genau. Und ja. Auf der Hand sind zwei oder drei Länder plus nochmal ein Bowl plus nochmal einen Druid. Jetzt kann man den Druid im Gegnerzug spielen. Wäre vielleicht auch eine gute Idee. Mhm. Vor allen Dingen, das ist ja auch geil, du kannst den reaktiv spielen auf irgendwas, siehst einen Force da drin und hast eine blaue Karte auf der Hand. Ja. Das ist so nice. Ich kann man schon überlegen, mit den Resolven lässt. Ne? Ja, du boltest den und holst dir die Initiative. Yes. GG. Ja, wobei, wenn er dann den neuen spielt und sich die wiederholt, kriegt man sie auch nicht wieder. Man muss immer damit rechnen, dass das Deck halt auch mal eine Coven of Swords rausprügelt. Das stimmt. Da sind ja welche von drin, ja. Ich vergaß. Ja. Naja, das ist, das kann halt hier schon einen Unterschied machen, wenn dann auf einmal der 3-4er kommt. Mhm. Dann kommt man da halt auch nicht mehr raus. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Aber. Ja, und du hast halt die ganze Zeit dieses Vor-Aero-Gast, dass, wenn der so viel Mana hat, da rumschwirrt. Mhm. Und wenn der sich damit jetzt mal noch ein Land droppt und sich da einfach mal 4 Token mitmacht, hat der da 8 Power liegen. Ja. Man muss shuffeln, by the way. Für die Initiative oder was? Ja. So. Genau, For the Lingers kann jetzt halt 3-2-2er an Days vorbeischummeln. Hm. Und ich meine, wir sehen den Force of Negation auf der Hand vom Delver-Spieler seit Turn 1. Ja, ja. Mit Doppelponder, Schockland und dem Duet. Ja. Aber da ist halt die Frage, ja, hier wird auf jeden ob Fall da überhaupt eins kommt. Ja. Da kommt da. Forth Eolingas. Dann spielst du einfach um Days drumherum, announced X gleich. 3 in dem Moment? 3, ja. Dann knallt, da wird da ein Questing Druid geknallt. Okay. Was? Ah ja, klar, okay, kann man nicht mehr spielen. Da ist die Viper. Die Viper, genau. Die Force of Negation mit dem Trigger. Trigger. Ja, der Murktoid kann safe in den Schrott. Ja, ja, Murky ist nicht mehr gut. Den kannst du, glaube ich, noch nicht mal mehr casten. In diesem Deck doch. Doch? Okay. Ich habe eine Menge Duels mit drin und dann noch Basic und okay, stimmt. Wastelands. Genau, jetzt Viper. Also Viper into Delver. Hätte man, glaube ich, erst auf den Druid spielen können. Ich war gerade kurz am Überlegen, weswegen da Marken oft, also angezeigt wird, dass der Dings 3-3 ist, aber das sind die Marken aus. Ja, ist jetzt 3-3. Naja, man kann sich da doch schummeln. Ja, fliegen tut er nicht und angreifen muss er auch nicht. Ja, aber er ist 3-3. Boah, ja, das wird jetzt schon nicht, echt bitter, ne? Echt weh. Der Brainstorm, ja. 1, 2, 3. Der ist wichtig. Auf jeden Fall ein Delver und ein... Weil ein geflippter Delver tötet jetzt. Oh ja, stimmt, du hast recht.
geht man hoch auf 8, bietet für 8. Win! Ja. Win! 2-0, Urak Delver. Krasses Match, krasses Match. Mhm. Sehr, 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 sehr cooles Match. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns bis dahin. Abend. Ciao, ciao. Und nicht vergessen, und Daumen nach oben da lassen und so. Kommen weiter Videos. Vielen Dank. Kombi für den Algo. Algo.